Ja, ist klar. Sagen wir ihm ja oder nein? Ich weiß nicht, wollen wir. Nein, nein, geh schon mal weiter. Mach mal. Ja. Ja. Currywurst, Pommes gibt's da. Und mit Enten. Auch nicht. Schöne, warme, vollgeschwitzte Mettenten. Ja, guck mal einer da. Der kann laufen. Rennen. Ja, mal so viel Profi. Ja? Ja. So, jetzt sehen Sie gleich, wie sich zwei Leute versuchen an diesem kleinen Abstieg. Und bedenkt immer, die Kamera macht alles flacher. Das ist schon verdammt steil hier. Nehmen wir mal ein Stück mit. Wegen alles flach hier im Norden. Das war der Weg und ich muss sagen, auf der Kamera sieht das wieder nach gar nichts aus. Das war aber schon ordentlich. Ich bin da. Mal für die Nachwelt festgehalten. Steff ist schon wieder vor uns. Oh ja. Und wo ist jetzt weg? Er hat schon allein gekriegt. Wird er das noch einmal schaffen? Yeah. Wunderbar. So, die letzten 2 Kilometer, würde ich sagen, kann er unten nicht nehmen, wie man jetzt hier wieder sieht. Alles schmiert alles. Ein bisschen. Schauen wir mal, was noch so geht. Blitz und Donner! Was? Donner sieht so weit gar nicht aus. So, warte ab. Das grummelt schon in meiner Magengegend. Ja, das war von alles. Thank you.
So, Halbzeit haben wir jetzt hinter uns. Lecker Mittag gab es auch. Bei Steff gab es mal wieder. Wurst. Aber eine Wurst will er ja nicht. Dass er auf dem Rücken gesammelt hat. Was da rein oder was da rauskommt? Ja, das werden wir gar nicht sehen. So. Du machst jetzt nur die ganzen Würstchen mit. Du schleppst doch die ganzen Würstchen mit. Da wird es hinterher so geschickt zusammenschlagen. Überhaupt niemand. Diesen Kacken. Außer vielleicht, dass man sieht, dass die Sonne in 3 Stunden weitergewandert ist. Oh, auf einmal grüne Blätter im Hintergrund sind. Ja, ist das schon drin? Grüne Blätter? Ja, ja. Länger braucht. Noch länger braucht. Also aus dem Eis dann Schlamm wird, ja? Ja. Ja, dann aus dem Eis. Wird erst Schlamm und aus dem Schlamm wird dann der Staub, der schon. Ach, egal. Und dann finden wir uns im Spätherbst, wo die. Im Spätsommer, wo die Strecke ja sehr voll sein soll. Voll Stefan, ja? Ja, ja, heute bei dem Schnee und Eis. Ach, Scheiße. Aber Schlamm ist auch doof. So, wir packen zusammen und geht weiter. Gott, ist der schön noch. So richtig schön entspannt. Wanne Eickel an der A26. Können wir nichts Schöneres vorstellen. Ja, wenn wir hier die Ruhe genießen können. Auf Natur ist so schön. Wunder, ja. Das ist was ganz anderes. Wir gehen nach der Stadt innen hin drin auch. Und wie schön grün das hier alles ist, so rechts und links, neben der Autobahn. So, ich möchte mal vermerken, da hinten am Turm waren wir gerade vor circa einer Stunde. Wenn man bedenkt, was das für eine Strecke ist, ich würde sagen, geht. Das ist anders, wo wir da gelaufen sind. Ja. Und wieder einmal wunderschöne, ruhige Natur. Ist das toll! Man, I told you before, straight. It be the physical, then it be the metaphysical. That was some metafucking physical shit back there, man.
So, noch ein bisschen Stimmung einfangen. Juhu. Wir haben jetzt ungefähr noch knapp 4 Kilometer bis zum Bahnhof. Marc ist noch nicht mehr da. Marc, bist du schon beim Bahnhof? Bist du schon beim Bahnhof? Nee. Ist doch frei. Kannst du es noch sehen? Und im Groben und Ganzen haben wir endlich wieder irgendwo ein bisschen Eis. Aber jetzt mal zur Tour so, also bis vor 2 Kilometer war es echt schwierig und so, aber dann kam die Kneipe, da hatten wir eine halbe Stunde, seitdem läuft und alles und läuft und war. Du musst alle paar Meter anhalten, nur weil der hier wieder auf dem Pott muss. Ja, so nu. Das war ich. Hier. Ja, herrlich, ne? Okay. Das war ganz schön. Ich nicht das an, was wir fügen können. Ich bin von dir belästigt mit deinem Handy. Ich bin dran, wir gehen mal bei Indy dran. Siehst du? Warte. Weil man meinen Bauch sehen kann. Ich hab den Bauch. Ach, hier vorne. Du musst nur mehr laufen. Weniger essen. Jetzt kommst du mit weniger essen. Ja, jetzt geht auch wieder berghoch. Nee, mit weniger essen gibt's nicht. So. Das ist doch gar nicht so schwierig. Mit weniger essen? Ich bräuchte einfach nur eine normale Ration von einem normalsterblichen Essen. Dann wäre das quasi in 10 Minuten dünn. Okay. Und verhungert. Das war schon ein Lüft. Ich bin ein Halbgott. Ich bin von dieser Stadt, man hat auch nicht viele Vorteile, aber ich habe genauso viel Hunger wie ein Halbgott. Nein, das ist aber kein Vorteil. Das ist aber auch die einzige Gemeinsamkeit, die ihr habt. Sie sauft das Meer aus. Wie hieß er nochmal? Das Meer aussaugen sollte. Das wäre ein Horn aus dem Bissholz, ja. Die das Horn oben gereicht hat. Genau. Ja, möglich. So, der Wald wird weniger. Der Wald ist schon länger nicht mehr vorhanden, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ein bisschen. Die letzten 10 Kilometer. Viel Matsch und Dörfer. Matsch. Und also leider endet die Etappe nicht so schön, wie sie begonnen hat. Das war der Mann. Das ist der Mann. Anfang war echt geil. Immerhin hatten wir Glück mit dem Wetter. Ganzer Tag sonnig. Mein Haus war nicht kurz. Sonne und Sonne und zwischendurch mal zu viel Wetter. Aber das war's. Ja, das war sehr geil. No. What you said? No. Ich weiß, ich mach's nochmal lang genug. Genau. So, der Rest. Jetzt nur noch durchziehen bis zum Bahnhof. Ticket abscannen. Durchziehen bis zum Bahnhof, feststellen, dass wir den Zug um 5 Minuten verpassen werden. Ne, um 2. Ja, oder um 2 Minuten verpassen werden und dann wieder eine Stunde warten dürfen. Juhu! Wir sehen ihn noch beim Wegfahren. Das ist immer gut. Ein Auto. Ach, wir gehen auch auf Straße. Oh. Sieht aus, als wenn. Und ich hau doch auch noch ab. Jetzt kommst du bitte hierher, ja? Sehr, wenn du schon hier auf dem Bild gekickt. Für nichts. Bei Lenz und Werner, das Klingelschild gefällt mir. So, vielleicht finden wir nachher noch mal eine ruhige Ecke, wo wir die Kamera anschmeißen können. So. Auf dem Klo im Zug, genau. Auf dem Zug im Klo? Ja, egal. Ein Zug im Klo. Ein Zug im Klo. Das brauchen wir uns nicht gestatten. Ja. Mit einem Zug auf dem Klo. Ja. Ach, Gott sei Dank. Nein. Nein. Was? Das Ding ist größer. Ja. Wahre Größe kommt nur vom Bordstein. Okay.
Das ist ein Gespielter.